dann schauen wir doch mal, ob wir hier unsere in der letzten Aufnahme, nee, da war es ja gar keine Aufnahme, ob wir unsere Sachen hier verkauft kriegen. Zumindest die Computer Components werden wir los. Zu einem guten Profit. Die anderen beiden Sachen, nicht so sinnvoll jetzt. Hier vielleicht noch was kaufen, was man dann woanders teurer los wird. Das ist doch ein Hightech System. Da müssen die doch auch irgendwelche Hightech-Sachen günstig verkaufen. Davon können wir uns noch nichts leisten. Probieren es mal damit. Oder was war das da drunter? Die sind auch noch sehr teuer. Könnten wir uns nur eins leisten. Ich probiere es erstmal mit kleineren Sachen. Ja, wenn es nicht so brutal ruckeln würde. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Wenn es nicht so brutal ruckeln würde, würde ich auch mal in die Extraction Sites fliegen. Aber wenn das so da aussieht wie hier gerade, dann lieber nicht. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen unnötig, aber naja. Kommt vor. Ship released. Engines engaged. Bei Star Citizen ist natürlich auch noch die Frage, wie da sich das Spiel so entwickelt bezüglich Single- und Multiplayer-Sachen. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir dabei haben. Das waren einmal diese Sachen, dann bringen wir das doch mal in ein... Welches System würde sich denn da jetzt anbieten? Jetzt halte ich schon wieder hier im Weltraum, das muss ich mal mir angewöhnen, in der Station zu machen. Weil hier ist jetzt zum Glück gerade niemand in der Nähe. Okay, es hängt gerade irgendwie. Nein, doch nicht. Aber irgendwie will ich mich mit der Maus mich nicht umsehen lassen. So, mal schauen. Da müssen wir das halt umständlich mit dem Controller machen. Wir haben... Also die Animal Monitors können wir doch mit Sicherheit hier loswerden. Dann setzen wir doch da jetzt mal einen Kurs hin. Wenn das Agri, also Landwirtschaft ist, dann haben die doch mit Sicherheit einen Nutzen für Tierzubehör sozusagen. Ja, schauen wir mal da rein. So, und wegen der Geschichte mit allem aufnehmen und so. Das Ziel wird es jetzt erstmal sein, bessere Waffen zu kriegen und dann mit Abschüssen vielleicht etwas mehr zu verdienen, weil ich habe auch da im Forum nachgelesen, was man so als Anfänger erstmal tun sollte. Ach du Schande, wir sind ja hier gerade im Spawn-System. Oh Gott, dann wird hier mit Sicherheit noch mehr Geruckel stattfinden. Ja, dass man sich erstmal den zweiten Laser kaufen sollte, so wie wir das schon mehrfach getan haben. Und dann sollte man upgraden zu Railguns als erstes und dann nach und nach sich eben vielleicht dann schon das nächste Schiff in Angriff nehmen. Also es ist dann persönliche Geschmacksfrage, ob man erstmal sein Schiff noch weiter ausbauen will. Aber ich glaube, ich persönlich würde dann eher schon aufs nächste Schiff gehen, wobei ich mich frage, ob sich es lohnt, die Eagle zu kaufen. Oder ob wir da eher Richtung Cobra direkt gehen. Das würde natürlich länger dauern, die Cobra zu haben. Da müssten wir uns länger mit der blöden Sidewinder rumschlagen. Ja. Kann ich ja auch mal... könnt ihr ja auch mal kommentieren, die ganze Fragestellung. Denn bis wir da hinkommen, dauert es eh noch Ewigkeiten. Aber wir werden auf jeden Fall nicht das Schiff upgraden, bevor wir nicht bessere Waffen haben, denn in eine
Eagle oder Cobra werde ich nicht diese Billiglaser einbauen. Das lohnt sich gar nicht. Da müssen wir schon was Besseres auffahren können. Also sollten die Railguns da schon mal sein. Ach, dieser Planet ist so schön. Fast wie zu Hause, aber ich bin ja mal gespannt, wenn man dann die Erde besuchen kann. Was da so abgeht. Viele Weltraumspiele, die in unserer Galaxie stattfinden, da ist ja die Erde mehr so. Also viele neuere Weltraumspiele, die ganzen 90er Jahre Sachen habe ich nicht gespielt. Wenn da die Erde drin vorkommt, dann ist es entweder nur so Beiwerk oder es dient als Schauplatz, die Handlung einzuführen, oder da findet irgendwas ganz Schlimmes statt und dann ist die Erde für den Rest der Handlung eher irrelevant. Mass Effect 3 ist da ein gutes Beispiel. Auf der Erde selber findet ja gar nichts statt, außer dem Tutorial. Und das kriegt man eigentlich sehr schnell über die Bühne, also nach 10 Minuten. Gerade wenn man mit einem importierten Shepard spielt. Also wer schon Mass Effect 1 und 2 mit einem eigenen Spielstand gespielt hat und dann in 3 einsteigt, der hat einfach direkt das ganze Ding durch. So, ich hoffe, das war jetzt kein Problem hier. Da hat gerade im Hintergrund was gebingt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme auch hört. Das war dann die Folge, die jetzt fertig gerendert hat. Und ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht abschmiert. Aber das hier ist ja der Startpunkt. Da wird relativ viel Serverlast sein. Gerade samstags kann ich mir da vorstellen, dass es jetzt etwas länger dauert. Das Spiel reagiert auf jeden Fall noch. Und es bewegt sich auch gleich schon wesentlich flüssiger. Ah, da sind wir. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier unsere Waren absetzen können. Den Satz sage ich ganz schön oft in den Handelsfolgen. Aber naja, ist ja nun mal auch das Ziel, ne? Irgendwie noch eine Zoom-Funktion, dass man besser sehen kann, auf welcher Seite der Eingang ist. Aber ich glaube, da sieht zumindest aus, als wäre da ein Schiff. Oh, rechts ist ein. Da oben ist irgendwo ein anderer Mitspieler. Mit bloßem Auge den zu erkennen, glaube ich, schwierig. Und ist die andere Cobra auch ein Spieler? Tatsächlich, ja, hier, ich sag ja Anfängersystem, da ist jede Menge los. Ja, hier ist richtig Verkehr, sogar für die bisherigen Verhältnisse, die im LP aufgetreten sind. Da ist direkt noch einer. Wir sind ein bisschen schnell und ich habe noch gar nicht nach Landeerlaubnis gefragt. Jetzt war ich so beeindruckt von dem ganzen Verkehr, der hier los ist. Fliegt ja einer nach dem anderen rein. Es gibt auch schon wieder alle möglichen Beschwerden im Forum. Tatsächlich meinte zum Beispiel auch jemand, dass die Andock-Schneise, die Andock Schleuse, nicht Schneise, dass die für. Oh, wo ist denn jetzt unser Landepad hin? Dass die für den Larkon zu groß ist. Wir müssen zur Nummer 31, nicht 13. Das ist 28, sind die durchnummeriert, dann müsste es ja hier drüben sein. Nee, da ist 43. Ich komme darauf nicht zurecht. Da hinten ist 31. Naja, wenigstens geben sie einem mit 10 Minuten doch mehr als genug Zeit, wenn man sich mal verflogen hat. Oh, wir stehen verkehrt rum.
dann drehen wir uns doch einfach mal ganz stumpf richtig rum. Ja, durch das ganze Suchen hier haben wir es jetzt natürlich nicht richtig herum angeflogen. So, bisschen hakelig, aber mit Erfolg. Ja, das Vogelgezwitscher, das kommt wieder von draußen. Da lässt sich nichts gegen machen tagsüber. Da hilft auch das geschlossene Fenster nicht so viel. Oh, jetzt muss ich kurz gucken. Lohnt sich das, die hier zu verkaufen? Ich denke, kriegen wir auf jeden Fall mehr dafür, als wo wir vorher waren. Und das ist über dem galaktischen also nicht über dem galaktischen Einkaufsdurchschnitt, aber das ist ganz gut. So, damit haben wir jetzt 3300. Was ist das denn hier? Ja, das ist Landwirtschaft. Da müsste man doch hier. Tee ist ganz schön teuer. Hier noch was anderes, was sich lohnt. Ja, das sind wieder so günstige Sachen. Ich würde jetzt gerne mal etwas mehr etwas teurere Sachen einkaufen. Das ist doch zum Beispiel eine gute Investition. So, und jetzt fliegen wir mal wieder. Also, das wird jetzt die letzte Frachtfahrt. Danach werden wir uns wieder etwas dem Kampf widmen. Und da wird gleich einer draufgehen hinter uns. Oder so. Auf jeden Fall wird er dabei Schaden nehmen. So, und ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Ich bin noch nicht. Das ist doch nicht zu glauben. Aber hier ist zum Glück relativ wenig los. Dann schauen wir mal. Also, wir haben jetzt Baumwolle. Das müsste ja dann in der Industriegesellschaft. Da weiß ich jetzt schon wieder nicht, welches ist. Aber es müsste iBootes sein. Die Maus nimmt da schon wieder nicht so richtig. Ja, das ist Industrial. Dann war das doch. Hat es diesmal nicht so lange gedauert. Langsam kriege ich einigermaßen. Also, zumindest iBootes ist als System für Händler relativ simpel zu finden. Zumindest steht es so im Forum, dass es sehr oft gerne angeflogen wird. Ah, jetzt dürfen wir auch losfliegen. Ich hoffe, man hört mich hier nebenbei nicht trinken. Ich höre jetzt nicht für jeden Schluck den Ton aus, aber hier ist es relativ warm. Ja, dann sind wir mal wieder in einer Quatschphase gerade hier. Ich hoffe, dann kommt das mit den Missionen tatsächlich. Aber das wäre dann zumindest mal ein bisschen mehr Abwechslung, aber da weiß ich auch noch nicht, wann genau das da der Fall sein soll. Ich hoffe einfach, dass es eben jetzt bald nach der E3 passiert. Ja. Allerdings auch noch nichts zu der E3-Präsentation von Elite gesehen. Und der Launcher von dem Spiel, also sagen wir mal, der ist mit Neuigkeiten sehr zaghaft. Da ist tatsächlich immer noch die neueste Neuigkeit, dass die Beta released wurde. Und das ist ja nun mal, wie gesagt, 2 Wochen her. 15 Tage genau. Am 30. Mai kam das ja raus. Das heißt, da passiert in den News nicht so viel. Aber ich weiß auch nicht, welche News der Launcher alles anzeigt. Also, wenn der tatsächlich nur Sachen, die die Version des Spiels betrifft, anzeigen und nicht auch Sachen, die jetzt das Spiel an sich betreffen, wie zum Beispiel eben, was weiß ich, was zur E3-Präsentation von Elite oder so, dann, oh, wir sind zu schnell. Ah, aber wir werden abgefangen. Ja, dann haben wir ja wenigstens nicht das Problem mit der Nähe. So. Wer wird uns ans Leder?
Okay, ja. Ich dachte, wir könnten ein bisschen Geld verdienen, aber es ist tatsächlich nur ein ganz normal erlaubter Sicherheitsscan. Dann richten wir uns doch schon mal wieder auf unser Ziel aus und starten schon mal den Antrieb. Hab ich jetzt übersehen? Hat er schon was gesagt? Na, wir werden schon mal wieder losfliegen. Hat der denn was Schönes dabei? Wir haben noch gar keinen Frachtscanner. Oh, der hat sogar, also wenn man sich mal gegen den wehren müsste, wäre das ganz schön schwierig. Der hat tatsächlich sehr, sehr schicke Waffen dabei. Wir machen das nochmal neu. Ich glaube, der Typ hat kein Problem, wenn wir jetzt fahren, weil er hat nichts gesagt und... Ja, dann machen wir uns einfach wieder auf den Weg. Los geht das hier. Immerhin hat sich so tatsächlich unser Wir-sind-zu-schnell-Problem gelöst. Wieso sind die Docks immer auf der uns abgekehrten Seite? Das ist irgendwie, dass man diese kleine Schleife da fliegen muss. Können die nicht einfach mal auf der Sonnenseite der Station, der Planeten stehen? Hätte man nicht ständig den Navigationsalarm oder Annäherungsalarm? Und irgendwie, also an den fünf Planeten, die es bisher gibt, hat man sich mittlerweile auch langsam schon satt gesehen. Alter, das ist doch... Was ist denn hier los? Scheinbar lockt Fracht... Frachtabfangjäger an. Na, vielleicht haben wir hier jetzt ein paar Piraten. Nee, ist doch nicht wahr. Dann scannt mich halt. So kommen wir nie an. Die melden aber auch gar nicht mehr, dass sie fertig sind. Naja, egal. So, wenn uns jetzt nochmal einer abfängt, dann gefälligst ein Pirat. Ich will Geld sehen für diese ganzen Störungen. Ich würde ja theoretisch auch mal das Erzschürfen zeigen, aber das ist so langweilig. Also, nicht, dass ich es schon gemacht hätte, aber meine EVE-Online-Erfahrung sagt mir, dass das doch ziemlich dröge ist. Weil man halt nur da sitzt und wartet. Bis der Frachtraum vollgelaufen ist. Ja, zumindest läuft es bei EVE so. Wie das hier genau läuft, weiß ich wie gesagt nicht, aber ich vermute ähnlich. Und dann verkauft man das halt. Keine große Überraschung jetzt. Wenn ich sowas mal mache, dann, also ich werde das wahrscheinlich, sobald wir die Gelegenheit dazu haben, auch einmal kurz zeigen, so. Für eine Folge vielleicht, höchstens. Und wenn ich das dann nochmal mache, dann offscreen. Um Geld ranzukriegen, weil das wahrscheinlich eine relativ lukrative Einnahmequelle sein kann. Aber dann bräuchten wir auch ein Schiff, das in der Lage ist, sich dann gut zu verteidigen, weil sonst wird das schwierig, da sich gegen eventuell auftretende Piraten zu wehren und da ja auch NPC-Piraten unterwegs sind. Da ist es. Unfassbar, wir fliegen sogar direkt frontal drauf zu, auf den Eingang. Wir müssen uns nicht irgendwie komisch um die Station rumfliegen. Das ist ja grandios. Treibt ganz schön die Signatur nach oben. Beziehungsweise die, ja, die Wärme ist ja die Signatur.
Hier müsste ich auch mal was zuteilen, dass es irgendwie sinnvoll ist, aber bisher war das noch nicht nötig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht bisher, was das bringt. Aber, ach, das wollte ich noch gucken, das mache ich gleich mal in der Station. Es gibt eine Taste, die einen in den sogenannten Silent Running Modus bringt. Da ist ein Feind drin, also ein Pirat. Und den werden wir da drin natürlich nicht angreifen. Wir könnten ihn ja mal rammen. Nein, ich glaube, das wäre auch nicht nett. So, jetzt gucke ich gleich mal nach dieser Side-and-Running-Taste, weil das ja... Das könnte ja... Also zumindest muss man gezeigt zu haben und es muss ja auch irgendeine sinnvolle Funktion haben. Die Sprüche hier sind ganz schön hart. Hat ja was von Half-Life 2, dass einem gesagt wird, das und das und das und das ist alles verboten, du böser Mensch. Ich finde dieses Auto, was da vorbeifährt, immer ganz nett. Jetzt können wir uns natürlich nicht mehr umsehen, weil wir schon im Menü waren. So, und zwar, was haben wir anzubieten? Oh ja, das bietet doch hier ordentlichen Profit.